Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Titan Quest mit Chantal Freddy, meinem geilen Speer, seinem geilen Schwert, den geilen beiden Hundis und dem super geilen Brunnen. Ja, und jetzt verprügeln wir ein paar Leute. Jetzt werden wieder Mütter gefickt. Was? Nein. Such lame. Aber dann, Wollen wir da runterspringen? Jump, jump, die neue deutsche Welle. YOLO. Das habe ich gestern bei TTT gemacht. Was? Ich bin vom... Wir haben Rooftops gespielt und ich meinte dann so, jump, jump, die neue deutsche Welle, bin vom Haus gesprungen. Und da hast du geweint? Nein. Ja, mein neuer Speer ist übrigens übertrieben geil. Weil er so sau viel Schaden macht. Und Eis. Und der friert Gegner einfach ein. Und er macht sich blutungsresistent, was logisch ist. Weil jedes Mal, wenn ich anfange zu bluten, dann brenne ich die einfach die Speerspitze an und dann halte ich die voll auf die Wunde, weißt du, so wie Tomb Raider mit ihrem Pfeil. Macht sie das? Lara Croft hat das in, ich weiß nicht, ob es noch der neueste ist oder der zweitneueste Teil von Tomb Raider gemacht. Im Flugzeug. Das ist Moment der neueste, glaube ich, dieser momentan Ultra hat. Ja, ja, kommt ja bald so neuer, der Weg, niemand interessiert. Ja, Revelations, ne? Ich glaube schon. Hat geklaut von Assassin's Creed. Achso, ja, weil alle Spiele die Revelation-Namen haben. Ja, Job. Wollen wir das machen wie Candy Crush Saga? Ja. Ich meine, wie kann man sich Candy und Saga patentieren lassen? Weiß ich nicht. Da hinten ist ein Portal. Da wollte ich gerade hin, ich wollte wissen, was da ist. Jetzt schon? Weißt du, in Sparta kommt, in TGR kommt keins, wo zwischen Sparta und Megara mega viel Platz ist und hier kommt. Komm mal her, wir aktivieren es zusammen. Willkommen? Ja, ich hab bekommen, bin ich. Echt nicht. Assi. Jackpot, Jackpot für mich. Ich hasse die Katzenmenschen übrigens. Ich möchte diesen Urteil. Miam, 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 miam. Ich hab schon wieder den Namen vergessen. Der Nade. Nein, diese, Mittens. Ja, Mittens. The Crime Solving Cat. Wollen wir nicht erst noch da unten gehen, da ist auch noch was, you oder wo? You fucking crazy cat. You fucking crazy cat. Da unten kommt man, glaube ich, nicht hin. Aber hinter uns war gerade. Nee, you was. Scary fucking cat war das. Ja, genau, you scary fucking cat. Da unten ist eine Höhle, ich glaube, okay, das Mittens, ist... you scary fucking cat. Nein, you're a scary fucking cat, ne? You are a scary fucking cat. Mittens, you fuck, you scary fucking kid. Cat. Kid, genau. Kannst du mich heilen? Ich bin Bock, Heiltrank zu benutzen. Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Lecken. Ich hab ja, den Hund geheilt. Gemacht, guter Healer auf jeden Fall. Das ist richtig nervig, wenn du direkt neben dem Hund stehst. Oh, ich hier immer was weiß davon, wo ich da gar nicht hinklicke. Mensch, dann stell die Steuerung um. Auf was? Darauf, dass du gute Sachen nur noch auf Alt siehst. Ich habe das so umgestellt, ich sehe auf Alt keine weißen Gegenstände mehr. Welchen war es normal? Auf X? X, ja. Und ich habe X gebrochen. Kannst du mich jetzt vielleicht heilen? Ja. Ich hab schon wieder fast einen Hund geheilt. It's your scary fucking cat. Gehen wir gerade irgendwie falsch, ob ich behindert? Geil. Hä? Ich komme gerade voll nicht klar. Wo sind wir denn jetzt? Wir hätten hier auch lang gehen können. So, dann hier. Ich mag's nicht, dass die Viecher so eine Bomben werfen, die sind auch gefährlich, die kannst du auch machen. Noch nicht. Echt nicht? Nächste Stufe erst. Lame. Sonst will ich die schon benutzen, glaub mal. Die Dinger machen sau viel Schaden, Alter. Okay, 39er Stab habe ich ja noch dabei, meinen alten. Schlecht. Vorher ist auch nur zwei weniges als ein jetziger. Ja, der übertrieben viel Schaden auf alles mögliche macht. Ich will jetzt leveln, damit ich mein Artefakt benutzen kann. Ich will jetzt leveln, dass ich mir bald was Schönes machen kann. Was? Sag ich noch nicht. Ich will's wissen. Schrein der Dorn? Was? Schrein der Dorn war es bestimmt. Du hast ihn auch gekriegt. Nein, das hatte ich vorher schon. Der war jetzt dreimal hintereinander. Oh. Den ersten du bekommen, den zweiten ich und den dritten jetzt du. Ja.
Okay, man macht dadurch mehr Schaden, ich sehe schon. Looter. Das rechts unten. Heilst du mich mal schnell? Du hast Grünes bekommen. Nein, du hast sie bekommen. Ja, ich hab was, aber die sind scheiße, das ist irgendwie die Gänzmüll, brauche ich nicht. Zeig mal her. Die machen wahrscheinlich noch mehr Schutz als meine. 18 machen die nur. Was? Das ist halt für Zauberer. Die sind ja schlechter als meine. Dafür brauchst du 90 Intelligenz, ich hab 0 oder so. Ich hab 76. Ich hab die Standardintelligenz einfach. Ja, meine Specials, also meine Dinge machen Intelligenz. Beide. Meine nicht. Zum Glück. Ich lieber dumm bleiben. Ja, dadurch mache ich mehr Elementarschaden halt, ne? Artemis Bogensehen, dann haben wir eine fertig. Westen rufen wir ein bisschen haben. Zeig mal her. Ja. So war's das jetzt? Ja, die Höhle ist durch. Können wir es ja. Naja, der ist genauso schlecht wie mein alter, den ich hab. Original der gleiche. Kannst du ihn ja behalten und verkaufen. Elementarschaden. Ja, das ist der, den ich auch dabei hab. Also den ich auch im Dingens hab, im Übergabebereich. Im Stauraum oder im Übergabebereich? Stauraum, ja, ich weiß. Irgendwie ist mir ein bisschen schlecht. Ja, passt. Wir haben hier auch. Ja, aber bei dir ist es verständlich, bei mir nicht. Doch, du bist auf Weltheitsentzug. Apfelsaft. Ja, der Apfelsaft von der Marke Ballantines. Ach ja, ja, ja. Ballantines ist Apfelsaft echt bester. Bester überhaupt. Hatte ich schon ganz vergessen, dass ich den getrunken habe gestern. Also nicht mehr getrunken habe seit ein paar Wochen. Monaten. Hat er mich gerade angebellt? Bist du? In der nächsten Stadt. Wie heißt die? Stadt des Panas. Ach, das ist dieses winzige Ding. Ja, stimmt. Der bellt dich an, wenn du ihn ansprichst. Ja, das ist ja dieser Satyr, ne? Ja. Mega lustig. 5 Rüstung oder 11 Stärke? 11 Stärke. Schlecht. Keine Ahnung, ob der schlecht war, ich mit dem Spock. Wir sind schon fast fertig mit der Nein, sind wir doch nicht. Scheiße, wir müssen auf die nächste Insel noch, oder? Ja. Ja. Oh, hier sind die Bergsatyren. Wartest du auf mich? Nee. Danke. Ja, ich kann halt nicht 1000 Stunden warten, das ist doch langweilig, wenn du doch wenigstens. Du verkaufst ja wenigstens, ich kann dann einfach nur rumstehen und nichts machen. Ich warte auch noch kurz auf dich. Ja, aber ich brauch nie so lange wie du. Ja, wenn du länger brauchst, warte ich auch immer auf dich. Ja, aber es ist doch langweilig für die Zuschauer, wenn ich hier die ganze Zeit dann nur rumstehen und nichts mache. Ich habe erst schon die Karte angeguckt, damit ich wenigstens ein bisschen Zeit schinde. Verkaufst einfach zu schnell. Ja, aber ich weiß, was ich verkaufe. Ich brauche den ganzen Scheiß nämlich nicht. Ich guck mir wenigstens mal die Sachen an, ob ich sie brauche. Ich guck's mir direkt an und dann entscheide ich, ob sie gut sind oder nicht. Du hast jetzt im letzten Part noch drüber rumgemeckert, dass ich mir die Sachen immer direkt angucke. Deshalb mache ich nicht mehr. Also ich mach's trotzdem noch, aber. Ja, du guckst ja aber immer so genau und ich guck so drüber. Nee, brauche ich nicht. Entscheide ich dann. Ich vergleiche die Sachen halt nicht. Nee, ich nicht. Also meistens ja so. Meine Rüstung ist momentan eigentlich so ein bisschen über den Standard noch. Also ich komme noch ganz gut damit klar. Und dann weiß ich, dass die anderen alle scheiße sind und da hilft auch nicht so 3% Dinges auf irgendwas. Dass du dann sagst, na, dann nehme ich das lieber. Oh, nice Zauber. Algos Frostwind. Hauptsache du lootest wieder alles weg hier. Du kriegst den Schleifenring. Wieder der ist schlecht. Oh, es gibt wieder Wäsche von Menschen, chillig. Okay, es gibt's noch einen. Selbst schwach sind die. Die sind voll nervig. Ich bin übrigens gleich vom Level. Ich bin jetzt auch schon auf dem Boden weg. Nee, den Elektrostarter kannst du haben. Deswegen ein bisschen was wert. Ja, das ist ein Bogen. Ja, deshalb ja.
Du wolltest auch Bogen so als Zweifel vielleicht benutzen manchmal. Ja, halt auf große Gegner, ne? Aber da du jetzt kein DD machen willst, kann ich das ja schlecht. Hey, ich habe von Anfang an gesagt, dass ich DD mache. Ja, aber du hast viel mehr Leben als ich. Ja, kann ich auch nichts dazu. Du hast kein Eichenherz an. Wieso? Levelt, chillig. So, was brauche ich jetzt noch? Skillen. Ein hier rein. Ein da rein. Und noch einen. Ich mache noch eine Kriegsführung und zwar hier rein, dass ich Wahrscheinlichkeit habe auszuweichen. Vor Tierungswahrscheinlichkeit. Ne, Kampffunktion. Ach, keine Ahnung. Das macht aber. Okay, damit mache ich. Habe ich eine höhere Angriffsqualität. Das nehme ich mal. So. Man hört das Spiel nicht. Das wäre ein bisschen nervig vielleicht. War es das Spiel zu hören? Ja, halt zweimal. Einmal über mein Headset und einmal über Standard und so. Oder meine Maus, das ist vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Ja, bei mir ist es so, wenn die Maus ein bisschen hart, aber es ist halt so bei teuren Gaming-Mäusen, dass sie ein bisschen lauter sind. Man kann sich auch so eine lautlose Maus kaufen, aber es lohnt sich nicht. Ach, kennst du das, wenn dein Mund so richtig brennt vom Vortag? Nein. Ich kenn's nur, wirklich nicht? Nein, ich kenn's nur, wenn ich richtig Magenschmerzen habe. Ja, also bei mir brennt gerade die Lippe so ein bisschen. Ich habe auch nie so Apfelsaftkater oder sowas. Nachdem ich Apfelsaft getrunken habe, geht es mir meistens besser als irgendwie vorher. Also meistens wenn ich vorher Kopfschmerzen hatte und dann denke ich mir, okay, du trinkst jetzt heute Abend ein, zwei Apfelsaft und dann sind es 20, 30. Und das ist dann trotzdem besser als vorher. Auch am nächsten Tag wenn ich dann Kopfschmerzen. Ja, also wenn ich jetzt so mit dir trinke, dann ist das anders, als würde ich dann mit so anderen Leuten trinken. Apfelsaft natürlich. Naja, wir trinken ja gemütlich Apfelsaft. Ja, und ansonsten ist ja immer all in. Naja, ich trinke nie so wie Leon all in. Ich trinke immer so chillig. Nein, immer wenn ich anders unterwegs bin, dann mach ich all in. Ja, ich trinke meistens echt so Sachen, die man nicht all in trinken will. Das macht man einfach nicht. Man trinkt einfach keinen Valentine's Apfelsaft all in. Ja, sowas meine ich auch nicht, aber was anderes. Ich trinke ja eigentlich keinen Valentine's Apfelsaft, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Was trinkst du dann? Miros Apfelsaft? Ja, alles was ich finde. Okay, alles was über 40% Fruchtanteil hat, oder wie? Ja, mindestens. Probleme mit meiner Energie, ey. Wieso hast du die Flamme gehabt? Ich wollte die haben. Tja, jetzt hab ich sie aber. Dashportal. Dashportal. Hast du davon nicht einen gehabt? Ich wollte, das sowieso ein Standard kannst du haben. So ein Müll brauche ich nicht. Intelligenz-Ding ist das. Ja, er hat wahrscheinlich einen Stirnreif. Wenn Stirnreif ist, ist es Müll. Ja, ist so. Bei Beinwickel auch. Beinwickeln gehen, ich hab selbst welche um, glaube ich. Beinwickeln sind die Intelligenzteile. Stimmt, Beinschienen habe ich um. Ich hatte aber schon Beinwickeln um in diesem Let's. Ja, am Anfang hatte ich ja auch, glaube ich, aber mein Spiel hängt. Ja, mein Spiel hat auch, jetzt geht's wieder. So. Alter, es ist gerade laggy. Standbild. Ich glaube, ich bin gleich tot. Nee, doch, noch jetzt, okay. Boah, war das gerade heftig, ey. Der hat gerade. Was? Der hat gerade Geisterwildschweine beschworen. Das ist illegal. Was? Guckst du Space Radio oder Facebook? Keiner, was das ist. Das sind. Wir machen ein bisschen Comedian und klären so ein bisschen über das auch. Das ist ganz interessant. Noch nie gehört. Das ist ganz lustig. Ich mache noch Parodien auf alles Mögliche und 10 Arten von und so, wie ich jetzt sehe. Das ist ganz lustig eigentlich. Auf Englisch oder auf Deutsch? Auf Deutsch. Dann gucke ich es mir nicht an. Haben ein Video rausgebracht gestern oder so. Ja, ich glaube gestern. Deutsch Comedian. Drogen nehmen. Irgendwas über Drogen nehmen. Dann haben die halt darüber geredet, dass es nicht komplett verkehrt ist, Drogen zu nehmen, man sollte nur aus den richtigen Gründen Drogen nehmen. Welche sind das? Ja, man sollte jetzt keine Drogen nehmen, weil man depressiv ist. Und man sollte sie nehmen, weil man Lust hat, achso. Und das wohin gehst du eigentlich schon wieder? Alkohol, du gehst schon wieder komplett anderen Weg. Du gehst doch einen komplett anderen Weg. Ich bin nach oben gegangen, wieso gehst du immer nach unten? Ja, wieso gehst du immer nach oben? Was soll die Scheiße? Man fängt immer unten eine Höhle ist. Egal. Ja, dann gehen wir erst danach in die Höhle rein, ist doch klar. Wir waren erstes auf dem Land fertig. Offene Land geht aber weiter. Weshalb ja? Offene Land ist der richtige Weg. Hier geht's komplett weiter.
Und schon wieder rennst du nach oben anstatt nach unten. Nein, ich habe nur kurz ein Monsterlager erkundet, was leer war wegen dir. Ja, weil ich da ja schon war, weil ich nach unten gegangen bin. Oh, der hat gerade seinen Kumpel geheilt, hat ihm nicht viel geholfen. Die Waffe ist schon ganz nice. Weißt du, du holst rum, wenn ich in eine andere Richtung gehe wie du, weil du dann alleine bist oder warum? Und wenn du vorläufst, du brauchst das mehr Energie. Anders? Muss ich das verstehen? Ja, weil ich laufe nicht komplett vor. Du rennst ja immer in eine komplett andere Richtung und dann sehen wir das halbe Spiel nicht. Weil dann sehen deine Zuschauer dein Part und meine Zuschauer sehen nur mein Part. Ja, und meine sonst Zuschauer sehen, wenn du zusammen wegläufst, auch nicht mehr. Ja, ich renne ja auch nicht so weit vor. Ich gehe immer nur ein Stück vor und töte dann so ein, zwei Monster, die in der Nähe sind, weil ich auch was zeigen muss, weil rumstehen ist nicht spannend. Ja. Ja, soll ich die ganze Zeit, so, wenn du jetzt zum Beispiel deine Sachen alle vergleichst, soll ich dann 5 Minuten da rumstehen und nichts machen? Ich dauere dann nicht mal 5 Minuten. Ich bin da nur ganz kurz am Stehen, guck nach, verkaufe und komme dann wieder mit. Ich brauche für dich vielleicht ganz kurz, aber wenn du dann... 40 Sekunden länger als du. Ja, aber es ist trotzdem lange. Dann guckst du dir halt kurz das Angebot vom Händler an oder so eine Scheiße. Kommst du jetzt mit in die Höhle? Ich will nicht in die Höhle gehen. Meine Fresse! Kratz den Sand aus der Muschi! Kratzt du den Sand aus der Muschi? Gehst du hier woanders lang? Ja, hier war ein Gegner. Ja, hier müssen wir aber sowieso lang. Boah, man hat eine Last mit dem, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Genau. Jetzt schon wieder sind Tar oder so. Der ist brutal. Ich meine, wenn man sich allein schon den Namen durchliest, Chantal, das kann ja nur was Schlimmes sein. Wie sind die Fledermäuse eigentlich so groß? Weil die geil sind. Danke. Warum bist du nicht so groß? Weil ich keine Fledermaus bin. Weil du nicht so geil bist. Der ist brutal. War gerade zweimal das gleiche drin? Ja, und so ein groß, wenn der scheiße ist. 32 Rüstung. 24. Also nicht das gleiche. Ich hab grad zwei grüne Sachen im Inventar. Oh, hier ist schon wieder diese Limos-Fresse. Ja, dann warte doch einfach mal. Wieso macht die so viel Schaden? Man soll die ihn erschießen. Soll dich erschießen. Ja, läuft den du willst mit mir in Höhlen gehen und dann willst du in den Höhlen immer warten und skillen. Ich skille gerade überhaupt nicht. Ich hab gerade den Großhelm angeguckt, ob ich ihn will. Gut, dass du gerade damit, gut, dass du gerade tankst. Was war das gerade für ein Geräusch? Weiß ich nicht genau. Du hast, glaube ich, gerade Schaden gekriegt, weil ich Schaden gekriegt habe. Das hat sich ekelhaft angehört. Sehr voll, geht, wenn man die einfriert. Oh, lag das gerade. Wir hätten die Sturmmeisterschaft nehmen sollen. Warum? Hätten wir Leute einfrieren können. Die Sturmmeisterschaft ist aber scheiße. Die ist chillig. Du kannst die Wolke beschwören. Und jeder Mensch weiß, Wolken sind super. So, jetzt kill ich mal kurz. Oh, warte mal, Q? Nicht Q. C? Nicht C. X? X soll was aufsammeln. S. Hero. Ich überlege halt immer, was ich nehmen soll. Den Hund machen wir eine Stärke, aber das Fleisch. Achso, du bist gerade, sag das doch. Ich habe nämlich gerade einen Bossmonster gefunden. Tiermann Bogenschütze 783. Weißt du, wenn er dann wieder irgendein Problem hat mit irgendeinem Gegner, dann kommt er. Ach, hab ich ja gar nicht gehört, dass du gesagt hast, du es gehillst. Hast du nicht gesagt? Doch, hab ich. Hab gesagt, kurz kill. Ich hab einen Brief aufgesammelt, was ist das? Keine Macht wahrscheinlich wieder. Eine Formel. Liebe Mutter, es ist jetzt 6 Wochen her, dass dieser Heldenjunge hier entlang kam. Susan hat. Was zur. Mark alias Tiermann. Was zur Hölle? Das war ein Brief. Von dem Viech? Ja. Das ist ein epischer Gegenstand. Also ein blauer. Macht der Schaden? Nein, das ist einfach nur ein Brief. Ich habe einfach nur jetzt eine Schriftrolle im Inventar. Die du lesen kannst. Ja. Auf der eine Schildkröte abgebildet ist.
Zeig mal bitte her, dass ich auch mal zuschauen soll. Warte. Der Puzzle ist übrigens vorbei. Geil. Den kann ich auch noch nicht. Da liegt sie. Ja, ne? Das ist hier viel zu groß alles. Jo. Ciao. Ciao. Ich schon wieder. Ich hasse Untote. Untote sind meine einzigen Feinde. Wir sollten den Timer vielleicht mal auf 18 Minuten stellen, weil wir eh mal noch ein bisschen länger machen. Das machen wir eigentlich nicht. Das ist nur halt gerade, wir sind gerade in der Kampfphase und da kann man hier etwas aufhören. Komplett nutzlos gegen diese scheiß Viecher. Ich mach die übertrieben Schaden. Oh, ein Hund, den kann ich wieder ein bisschen Schaden machen. Bist du gegen die bin ich nutzlos? Bist du nicht? Du machst gegen alles Schaden, weil du eine OP-Meisterschaft hast. Meine Meisterschaft ist übertrieben nicht okay. Ich hab eine Ruhe, damit kann ich heilen, die ist sonst übertrieben schwach. Die Wolfies bringen ein bisschen was, die machen halt übertrieben und Blutungsschaden. Alter, wieso sind hier überall zwei Zauberer immer? Okay, ohne mich. Ciao. YOLO würde ich sagen. Ich muss gerade mal kurz meinen Schockwelle aufladen. Ich bin eingefroren. Wenn die Viecher eingefroren sind, sind sie irgendwie ein bisschen schwach. Weil sie nichts machen können? Ja. Gut, jetzt haben wir bestimmt 22 Minuten oder so. Wahrscheinlich. Alter, ist noch mehr! Alter, sind das viele, ey. Ihr seht, Leute, die Finger nicht aufhören. Kann sein, dass man Festplatz vielleicht vorne ist, das heißt, ich bin gleich weg. Na, bist du nicht, das geht schon. Sag auf meiner Festplatte. Das geht schon. Ach, ich bin die ganze Zeit auf die Zahlen unten. Unten? Ach so, ja. Ich hab die links, rechts unten. Die links oben. Ja, links oben guck ich nicht so oft hin, zumindest bei den meisten anderen Spielen. Das heißt, ich schon, wegen meiner Lebensanzeige. Ja, die hast du aber nur in Titan Quest links oben. In fast allen Spielen ist die links oben. Ich kenne kein Spiel außer Titan Quest so aus dem Stegreif, wo die links oben ist. Ich kann es auch nicht sagen, weil ich so viele Spiele habe, aber es ist oft aus die Lebensanzeige, vor allem bei Rollenspielen. Okay, dann sieht man sich morgen wieder. Nein, übermorgen. Und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Part. Tschüss, Leute. Ciao.